Also Leute, heute zeige ich euch, wie ihr an eurem Desktop-PC ganz einfach auch WLAN haben könnt, denn die meisten haben es nicht, meine hat es auch nicht. Und dennoch wollt ihr aber euch auch mit WLAN verbinden. Dazu habe ich ein kleines Tool, hier TP-Link ganz oben steht, ist ein ganz normaler Wireless-USB-Adapter. Betreiber ist auch dabei. Der ist auf der CD, falls man ihn installieren muss. Ich kann euch schon sagen, an meinem musste ich jetzt nicht. Ich habe es schon ausprobiert. Funktioniert auch einwandfrei. Der leistet hier bis zu 150 MB pro Sekunde. Ich habe es schon ausprobiert und jetzt zeige ich euch. Hier noch nebenbei meine neue Maus. Sehr geil. Ist gestern angekommen und ja, bin echt zufrieden. So, also jetzt zeige ich euch, wie das Ganze hier aussieht. Hier ist die Verpackung, TP-Link. Hier ist der Adapter drin. Und dann machen wir das Ganze auch auf. Also auf dieser CD befindet sich der Treiber. Die legt ihr einfach ein, installiert die und dann funktioniert das Ganze auch. Ich habe es jetzt nicht gebraucht. Bei mir war es nicht notwendig. Hier noch eine Anleitung für Windows und das ist der, sieht ihr einfach, und sieht aus wie ein stinknormaler USB-Stick. Den steckt ihr dann einfach ein und dann funktioniert das Ganze auch schon. So, jetzt ist der Stick auch schon eingesteckt und hier könnt ihr sehen, ich habe ja mein Internet verbunden. Hier kommt auch schon die WLAN-Funktion auf. Hier könnt ihr sehen, alle WLAN-Netzwerke, und dann könnt ihr euch schon verbinden. Also das Ganze funktioniert echt gut und kann ich nur empfehlen. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und dann bis zum nächsten Video. Peace.